Für uns ist aber eins wichtig, dass wir begreifen, die Bibel, der Gesamtbegriff, besteht aus zwei Teilen, dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das Alte Testament ist die Schrift der Juden, das Volk des Israel, von Könige, von Propheten, von sonstigen Heldengeschichten. Und das Neue Testament erzählt die Geschichte von Jesus, Isa alaihi salam, ein Propheten, den Gott geschickt hat, mit dem Buch, den Injil, das Evangelien. Bei uns Muslimen hat das Injil, die Evangelien, eine andere Bedeutung wie bei den Christen. Deshalb haken wir uns erstmal hier fest, wie die Christen das Evangelium sehen. Das Evangelium der Christen, das Neue Testament, besteht aus den Evangelien selber und dann noch ein paar andere Sachen drin. Dem Matthäus-Evangelium, dem Markus, dem Lukas und dem Johannes, dann die Apostelgeschichten, die Paulusbriefe, katholische Briefe, Briefe an die Hebräer und die Offenbarungen. So, für uns ist da jetzt eigentlich eins interessant, dass die Evangelien, die Jesus gepredigt hat, nicht in der Sprache sind, die wo aufgeschrieben wurden. Wir wissen, dass Isa a.s. in Hebräisch oder Aramäisch gesprochen hat, also gepredigt hat. Verfasst wurden aber die Evangelien schriftlich in griechischer Schrift, was natürlich zu sehr viel Fehlern führen kann, wenn man von einer Schrift in die andere etwas übersetzt, vor allen Dingen, wenn man keine Originale hat. Bei uns Muslimen gibt es natürlich auch den Koran in verschiedenen Sprachen. Ich kann ihn in Deutsch mir erwerben, ich kann auf Türkisch, auf Urdu oder in sonst eine Sprache, aber wir haben einen Vorteil, wir haben das Original, nämlich das Arabische. Wenn wir also in Deutsch oder zwischen Deutsch und türkische Texte streiten, dann sagen wir, gut, gehen wir auf das Arabische zurück und schauen wir, welche Bedeutung kann denn dieser arabische Satz in deutscher und türkischer alles wiedergeben. Und dann können wir vielleicht auf eine Einigung kommen. Das können wir leider mit der Bibel nicht, also mit dem Neuen Testament, weil es da nur das Griechische gibt. Wir können also nicht auf den Ursprung von Jesus zurückkommen, was er wirklich gesagt hat, weil uns das einfach fehlt. Das ist einmal ein Makel. Das zweite Makel ist natürlich, dass wir nicht wissen, wer das überhaupt geschrieben hat. Das kann jeder geschrieben haben. Es heißt zwar das Evangelium nach Matthäus, Lukas und sonstiges, aber diese haben das Evangelium nicht geschrieben. Zur Zeit von Jesus wurde gar nichts niedergeschrieben, sondern es wurde nur mündlich weitererzählt und wir kommen dann noch drauf, wie das so schön geschehen ist. Also deshalb für uns wichtig, das Evangelium besteht hauptsächlich aus diesen vier Evangelien, wie genannt. So, jetzt werfen wir Muslime, weil im Koran auch das angesprochen wird, in den Christen vor, dass sie ihre Schrift entstellt haben, dass Sachen drinnen vorkommen, die Gott so gar nicht gesagt hat. Wie kommt der Koran drauf oder wie können wir das nachvollziehen, um sagen zu können, dass das auch so korrekt ist? Ein Nicht-Muslim interessiert in erster Linie gar nicht, was der Koran schreibt. Der sagt ja, euer Koran, den kann sonst jemand geschrieben haben. Also brauchen wir natürlich schon auch Hinweise. Und die Hinweise finden wir in der Bibel selber, das ist das Schöne daran. Die Hinweise für unsere Bestätigung finden wir im Neuen Testament selber. Und zwar mit der Person Paulus. Mit der Person Paulus, diese Person ist ein jüdischer Rabbi, ein jüdischer Gelehrter, der mehrere Sprachen konnte, darunter natürlich auch die griechische Sprache. Und dieser Paulus lebte in einem Dorf oder einer Kleinstadt, das wo umgeben war vom Götzenkult. Also unter Heiden lebte er, eine kleine jüdische Gemeinde. Und unter dieser lebte dieser Paulus. Er kannte sich also mit dem jüdischen Gesetz sehr gut aus und er kannte sich aus mit dem Kulten der Götzendiener. Und das war für seinen Auftrag, für seine Botschaft von besonderer großer Bedeutung. Wie wir gehört haben, die letzten Sohbets, Bibelsohbets, dass Paulus eine Erscheinung hatte. Er hatte eine Erscheinung, dass eine Stimme zu ihm sprach, also ein Licht erschien, eine Stimme sprach aus diesem Licht irgendwie heraus und ihm wurde vorgeworfen, warum verfolgst du meine Jünger? Diese Stimme soll Jesus gewesen sein. So die Version von Paulus. So, jetzt haben wir hier einen ersten Merkansatz, wo wir sagen können, mit Paulus, die Figur von Paulus, da stimmt etwas nicht. Er hört eine Stimme, die Stimme sagt zu ihm, warum verfolgst du meine Jünger? Durch diese Stimme bekehrt er sich zum sogenannten Christentum, das bis dahin eigentlich gar nicht gab, die Bezeichnung. Aber nennen wir es halt mal so, zu diesem Christentum. Was macht jetzt unser Paulus einen gravierenden Fehler? Denn wo jeder, der ein bisschen Kriminalgeschichte betreibt,
herausfinden kann, dass hier etwas nicht stimmt. Sein Fehler war, stattdessen er zu den Jüngern von Jesus nach Jerusalem geht, zieht er einfach selber los und predigt das Evangelium. Er hat wohl in seiner Laufzeit schon etwas gehört über die Botschaft von Jesus, weil er schon seit ein paar Jahren halt die Anhänger von Jesus verfolgt hat, aber er konnte wohl nicht so viel Wissen haben, dass er sich da von sich heraus die Botschaft von Jesus weiterverkündet. Und da als Kriminologe muss man sich fragen, warum besucht er nicht die Urgemeinde von Jesus, geht nach Jerusalem und fragt die Apostel, die Anhänger von Jesus, was denn Jesus gepredigt hat, denn er fühlt sich jetzt auch als Jünger von Jesus, dass er die Botschaft verbreiten kann. Warum macht er das nicht? Und da kommen schon die ersten Skepten. Die ersten Gedanken, die man sich fragen muss, warum macht er das nicht? Warum sucht er nicht die Jünger auf und fragt sie, was hat Jesus eigentlich verkündet? Stattdessen geht er selber zu den Heiden, nicht zu den Juden, zu den Heiden, und verkündet die Botschaft von Jesus in griechischer Sprache. Und deshalb finden wir auch nämlich das Neue Testament und alle sämtliche Briefe, alles in griechischer Sprache. Weil nämlich dieser Paulus angefangen hat, in Griechisch zu predigen, und alle anderen nach ihnen haben sich dann orientiert und haben das in Griechisch weitergemacht. Das nächste, was auffällt bei Paulus, dass er sogar streitet mit den Anhängern von Jesus, mit seinen besten Anhängern, mit Petrus, die Säule von Jesus, und er streitet mit Petrus. Das ist wieder eine neue Sache für die Kriminalgeschichte. Warum streitet einer mit den besten Schülern seines Lehrers? Wo der sich jetzt als neuer Schüler ausgibt, gar kein Schüler eigentlich ist. Denn Paulus hat Jesus weder reden hören, noch hat er ihn gesehen. Er hat also keine Predigten live gehört. Und trotzdem legt sich Paulus mit einem seiner besten Schüler, mit Petrus und mit anderen. In der Sache legt er sich mit denen an, dass er einfach Gebote von Jesus anders auslegt, als die Apostel selber das gelebt haben. Bezug auf die Beschneidung, Bezug auf Schweinefleisch, Bezug auf Ritualien und selbst der Gottesdienst wird von Paulus anders dargestellt. Und deshalb als Kriminologe, können wir alle eigentlich welche sein, können wir uns fragen, warum macht er denn sowas? Warum einer, der angeblich wach geworden ist und sich jetzt sagt, ich bin ein Anhänger von Jesus, warum besucht er die Anhänger von Jesus nicht und warum bringt er eine Botschaft, die in klaren Widerspruch ist zu dem, was Jesus gelehrt hat und was die Apostel, also seine Jünger, praktiziert haben? Warum? Warum geht er in die Heidenwelt hinaus, predigt denen das Christentum? Warum hält er sich nicht daran, wie die Jünger, nämlich die 12 Apostel, die ja nur zu den Juden gegangen sind und dort gepredigt haben? Petrus ist nicht wohin gegangen und hat gepredigt. Auch wenn sie vielleicht ein paar Stellen finden. Da was heißt, Petrus wäre angeblich in Rom gekreuzigt worden. Das sind ja alles nur Spekulationen. Selbst da gibt die Bibel keinen genauen Hinweis drauf. Sondern man rätselt über das Ende von Petrus. Er sollte angeblich kopfüber, also Kopf nach unten, gekreuzigt worden sein. Das sind alles Spekulationen. So, da haben wir Muslime eigentlich unsere Bestätigung, die wohl der Koran aufbringt, dass Sachen entstellt wurden. Aber damit nicht genug. Allah subhanallah gibt die, wo suchen, so viele Anhaltspunkte. Und wir brauchen da aber nicht einmal den Islam oder den Koran oder die Sunna. Wir können das allein mit dem Buch der Bibel machen. Alleine mit dem Evangelium oder mit dem Alten Testament können wir darlegen, dass hier etwas nicht stimmt, dass man hier eigentlich nachforschen müsste und da zum Ergebnis kommt, was das Christentum aufgebaut ist, entspricht nicht das, was Gott gegeben hat. Das Christentum müsste eher heißen Paulustum. Denn die ganze Lehre stammt alles von Paulus. Er hat das Maß vorgegeben. Von Jesus hört man vielleicht seine schönen Predigen, aber die Lehre ist ausschließlich von Paulus gekommen. Also die Kirche hat aufgebaut aus den Aussagen von Paulus und nicht von Petrus oder von den anderen Jüngern, sondern ausschließlich von Paulus. Also müsste es nicht Christentum heißen, sondern Paulustum. Wäre die bessere Bezeichnung.